Initializing interface. No further data found. Initializing command interface. EBP shutting down. Herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge 7 Days to Explosion. Michi, vielen Dank beim Zerstören meiner Ansage. Es tut mir leid. Der große Gorski ist gerade dabei, hier ein bisschen die Militärbasis von letztem Mal zu räumen. Und dann wollten wir uns ein bisschen auf die Pirsch machen, nachdem es mich gerade zweimal von der Mine zerlegt hat. Das war ein bisschen blöd. Wen ihr da so lachen hört, ist Kitty Charrington auch zu finden auf Facebook oder Instagram oder überall. Macht ganz tolle Fotos. Twitter. Und Twitter. Ich bevorzuge ja Twitter. Ja, ich war heute tatsächlich auch mal wieder auf Facebook unterwegs und absolute Abfuck, diese Plattform. Bin da direkt wieder weg. Ja, ich krieg da auch einen Rappel bei. Ja, wir wollen mal gucken, was wir heute hier so Schönes finden. Wir sind nämlich immer noch auf der Suche nach einem Messbecher, weil wir langsam mal ein bisschen was zu trinken machen müssten. Und vor allem brauchen wir eine vernünftige Basis. Und das wollten wir ja nach Möglichkeit nicht in der Wüste machen. Aber ich glaube, ich habe hier ein Krankenhaus gefunden. Da finden wir doch bestimmt einen Messbecher, oder was? Ich werde hier gerade eiskalt zerlegt vom Zombie. Schon wieder? Ja. Bist aber auch ein Mimöschen. Du brauchst mal ein bisschen Rüstung, glaube ich. Wo bist du denn? Ich denke auch. Alter, wie viele Speere hält der denn aus? Das kann nicht wahr sein. Der Beklikowski ist gestorben. Ja. Ja, ich hol dich mal im Schnellverfahren hier. Schon das zweite Mal, ey. Ist mal ohne Scheiß. Ja. Ich sehe noch, wie sie dich fressen. Du scheinst zu sein. Ja, ich bin ganz süß eigentlich. Ja. Ich arbeite ja auch in einer Zuckerwarenfabrik, ne? vielleicht ist es einfach der Honig, den du mir schlabberst. Du meinst den Met? Ja, vielleicht auch das, ja. Oh, jetzt sprinten die wieder. Sprinten ist aber auch mies, ey. Ja. Ich meine, hättest du das auf einem normalen Schwierigkeitsgrad gestartet, das Spiel, dann wäre das ja nicht so das Problem. Aber du spielst ja gleich hier auf Hard. Hättest du einfach mehr Skill. Ach, hör doch auf, Alter. Hör doch auf. Ich meine, ich bin ja schon schlecht, ne? Aber es gibt immer einen, der noch schlechter ist als du. Und das Richtig. Ist der No-Budget-Nerd. Definitely. So, ich hol dich mal eben, warte. Teleport! Jetzt hab ich auch Ruhe. Teleport! The Big Ledowski zu Rackenhaar. Und da ist er. Ist er? Ja, da ist er. Wupp, wupp. Guten Tag. Nennt man das eigentlich Cheaten? Ja. Ganz klar. Oh, jetzt verlierst du mindestens 30 Abonnenten. Ja, das macht nichts. Ich habe da noch 3. Das ging ganz schnell. Ich habe tatsächlich schon 33. Ja, ich habe jetzt tatsächlich 33. Erstmal vielen lieben Dank. Ich bin total glücklich. Mit der ersten Folge 7 Days habe ich einfach mal 10% Abos hinzugewonnen. Und das Ding hat auch schon fast 80 Views. Also. Ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir ja gesagt, Digi. Bei mir ja nicht so selbstverständlich. Hör auf den Nerd. Ja. Kannst du mir trotzdem mal so ein Reparaturkit rüberschmeißen? Ja. Das Word of the Nerd. Ich gebe dir mal die Hälfte von meinen, ja? Ja, das klingt gut. Dann kann ich die Knarre auch gleich reparieren. 11! Alter! Ich hab heute übrigens die 1200 Abonnenten geknackt, Alter. Ja, super cool. Mhm. Ja, wir werden hier richtig Fame. Nicht wirklich. Lädt mich fett. So, da ist schon alles leer. Das Ding habe ich komplett gekriegt beim letzten Mal. Ja, das wisst du. Was? Fettes, ich habe hier gerade ein fettes Rezept für Handgranaten gefunden. Hier ist nichts leer. Echt? Ja. Warst du schon was? In diesem Bunker hier drin? Unten war ich noch nicht. Ja, siehst du, aber ist nichts leer. Ja, okay, gut, alle wieder deabonnieren. Hast du, hast du eine Spitzhacke dabei? Weil diese Scheißtür hat 7000 Hitpoints. Zu zweit können wir das vielleicht 7000. Machen, alleine. Ja. Respekt. Obwohl, warte mal, können wir das mit einem Lockpick machen? Nee. Also ich kann's nicht. Nee. Gut, dann hau ich da mal mit dir zusammen drauf. Wir hauen auf die Tür rauf, wir hauen auf die Tür rauf. Hick, hack, hick, hack. Ich meine, gib da gleich ein bisschen Eisen. Vielleicht die Tür zumachen sollen. Vielleicht solltest du in genau dieser Einstellung irgendwie einen Zeitraffer irgendwie machen oder so. Das ist jetzt mega. Vielleicht, ja, ich glaube auch. Oder wir reden einfach ganz viel Blödsinn. Was hältst du davon? Die ganze Zeit Blödsinn. Ja gut. Alter, wieso hast du Kaffee und ich nicht?
Ja, das weiß ich nicht. Wenn du jetzt bei mir wärst, in meiner wunderschönen neuen Wohnung, hättest du jetzt auch Kaffee. Ja, und hättest du auch so einen schönen PC da stehen, wie ich hier habe, dann Könnte würde ich ich nur das besser besser machen. spielen. Ja. Ja. Du gibst mir übrigens deine Reste, weißt du, diesen kleinen 11 Jahre alten Laptop hier, Entschuldige bitte. Ne? ja. Du kannst ja auch einfach mal Geld verdienen und dir selber einen Laptop kaufen. Pömmelbacke. So, ich muss mal gerade, glaube ich, die Lautstärke ein bisschen runterstellen, weil sonst Jetzt hört man hört man dich mich immer wieder nicht, hinsehen. oder? Ja, bei dem ganzen Gehacke ist das. Also du bist tatsächlich in der Folge, die Sonntag kommt, auch relativ leise. Schade. Aber man hört dich trotzdem noch gut genug, glaube ich. Vielleicht liegt es auch an diesem Katzenkopfhörer-Mikrofon. Ist das jetzt besser? Nee, Besser, das besser, liegt besser, besser? einfach daran, dass das eine Tonspur ist, quasi mein Ach so. Desktop-Audio und deine Aufnahme. Und meine kann ich halt nachträglich hochregeln, aber deine halt nicht. Ah. Ich kenne mich da Ja, bei dir nicht also, aus. wenn ich dich halt lauter mache, mache ich auch den Spielsound lauter. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, das ist ja Quatsch. Also regle ich hier. Ach, kommen Was? wir auf nochmal 7000? Warum? Ich glaube, Was denn? wir haben gerade bloß dieses Drehrad abgeschlagen davon. Ja. Aber jetzt können wir vielleicht mit. Vielleicht geht das jetzt mit Lockpicks. Versuch mal. Ich guck mal. Nö. Oh. Arschlecken. Übrigens, Ich arbeite hart für mein Geld. für deine Zuschauer, die sicherlich auch schon die A18 gespielt haben, wie gefällt euch die A18? Also mir gefällt sie echt gut. Ich bin positiv Ja, ich habe überrascht. da auch Spaß dran. Ja, unterhalt mal die Leute ein bisschen. Ich guck mal, dass meine Facecam wieder läuft, weil die gibt gerade nur. Schon wieder eingefroren. Ja. Ja, hallo, Aber liebe jetzt. Abonnenten von Ragnar Bertholdsson. Ich bin der No-Budget-Nerd und ich bin auch im Real Life ein Freund von Ragnar. Wir haben schon einige Scheiße durch. Und ja, jetzt machen wir halt YouTube. Ich mache meine Godzilla Stop-Motions und Ragnar macht das, was ihr hier gerade seht. Ja, und Und nimm den Goski einfach mit. Eisekalt. Wir hätten, weißt du, wir hätten stattdessen noch zwei Steine kaputt kloppen können. Das wäre, glaube ich, schneller gegangen. wahrscheinlich, ja. Ich muss erstmal meine Spitzhacke repairen, Ich Junge. tatsächlich auch gerade. Ja, hau mit der Faust auf deinen, Na, auf Logo. den Stahl ein. Na klar, Junge. Gucken, wer schneller ist. Wahrscheinlich du. Ja, wahrscheinlich wäre ich's gewesen. Aber jetzt sind wir dabei. Und jetzt will ich diese scheiß Tür kaputt haben. Und Gojira! mit von der Partie ist natürlich wieder mein geliebter Gujira, den ich wahrscheinlich nie animieren werde. Da bleibe ich dann lieber bei SH Monster Arts. Hä? Was? Wie? Wer? Wo? Warum? Bei SH Monster Arts, das sind diese kleinen Figuren, die so ultra beweglich sind. Ah, Gesundheit. Das hier ist ja so ein 80er Jahre Imperial Godzilla. Hatte ich schon seit meiner Kindheit. Jetzt, ja, lernen meine Zuschauer noch was. Das ist ja herrlich. 1985. Ja, aber jetzt kann ich gar nicht mehr sagen, alle drei. Also es sind jetzt viel mehr. Das ist cool. Ne, also ich freue mich tatsächlich innerhalb von ein paar Tagen schon über 70 Views. Ach, hör doch Alter, auf jetzt, was ist denn hier los? jetzt kloppe ich hier die Wand kaputt. Das ist mir zu blöd. Das kann wohl nicht angehen. Was ist das denn für ein dämlicher Bug? Nee, das ist dreilagig einfach so, weißt du? Ja, stimmt, das kann sein. Das Ja, ist wie in der stimmt, das Werbung sind. hier. Yes. Zeba wischt weg das neue dreilagige und Ja, okay, so. ich habe an Always Jetzt. Ultra oder so gedacht. Ich hab's nicht so mit Darmbinden. Das ist nicht so meine Welt, aber Ja, das warum ist denn okay, ich nicht? seh's, Also, oder? ist der Shit bei Durchfall? Okay, alle, die abonnieren. Warum? Das sind alles Sachen, die man mal nicht wissen möchte. Ey, wir wären Warum denn ohne Scheiß, nicht? wir wären schon längst fertig gewesen. Hätten wir gleich auf dem Ja, Glück. auf. Ja, wären wir gleich schlau gewesen. Und hättest du nicht mit deinem Kater geschimpft. Katze. Blue ist Es eine ist einfach. Katze. Es ist aber auch einfach so oft so, dass man rundrum die Blöcke viel schneller klein geklopft hat als die Tür. Ich meine, was ja Ja. auch gut ist, ne? Türen sind einfach oft der Weak Spot in vielen Spielen. Von daher macht es eigentlich nur Sinn, da ein Was für ein bisschen mehr Hitpoints Spot? reinzuhauen. Weak Spot. Was Also. ist das? Ach, Weak Spot, der Schwachpunkt. Ja, Ich hab Weak genau. Spot verstanden. Ja, Wicked Junge. Zombie! Oh, Jesus Christ. Ja, komm Oh, mal raus. fuck, fuck. Ich verblute, das war so Ups. klar. Du stehst mir genau in der Ja. Schussrichtung. Wenn es nur Schussrichtung wäre. So, den mach ich jetzt so.
Übrigens gibt es immer noch diesen schönen Bug, dass man in der Vorhalte hängen bleibt. Ja, Das das. Ja. bin ich nämlich gerade. Oh, Und das war schön. wie immer schon in den frühen Folgen läufst du mir genau in die Schussrichtung. Ich Ja, es verballere tut mir. drei, vier Schüsse nur in deinen blöden Schädel. Wie immer. So, also, ich habe hier einen ganzen Satz nur für dich. Hier, kommt mal hier in die Enforced Chest rein. Kannst ja alles nehmen. Oh, Jesus. Ich habe mir die Stahlrüstung genommen. Bin natürlich Assi. Bist so ein Pimmel, oder? Weapon Flashlight Mix. Oh, ich habe Grandpas Moonshine-Rezept gefunden. Ist ja der Hammer. Ja, endlich kann ich Moonshine trennen. So wie Opa. Oh, ist das so ein cooler Brocken. Ja. Das ist schon mal nicht verkehrt. Das hat sich doch schon mal echt gelohnt. Das war cool, ja. Potato Seed Rezept ist auch ganz cool. Ich arbeite schwer für mein Geld. Hart für mein Geld, ja. Oh, Ich Bookcakes. arbeite für Hartgeld. Ja, das tust du da allerdings. No budget nerd. Fuck. Scheiß die So. Wand an. Ich glaube, ich werde dir mal ein paar Verbände machen, ne? Bevor du mir hier wieder verblutest. Ja, ich bin ziemlich arm. Ich bin ziemlich arm So. gepolstert. Oh, hier ist eine Mine oder sowas. Du bist arm gepolstert. Arm Dein gepolstert. Arm ist gepolstert. Ich hab ein Capo an, Junge. Mein Arm ist gepolstert. Ich bin schon wieder hart überladen. As usual, hier ist nichts. Wie? Hier ist nichts. Doch, hier ist was. Ach doch. Ein Weg nach vorn. Geil, wir hätten uns den ganzen Scheiß sparen können, weißt du das? Ja, ich habe es auch gerade gesehen. Ich wollte es nur nicht sagen. Ganz schön Wir erbärmlich hätten ist, hier was wir gerade gemacht haben. einfach durchlaufen können. Naja gut, wir hätten hier tatsächlich den Zement abbauen müssen. Was ich jetzt auch mache. Denn Yay. habe ich gleich Zement. So eine feine Sache. Absolut. Ne, und Zement braucht man ja mal ewig, um die Piste herzustellen. Kommt er mit seinem pimmeligen Bogen. Was gesagt? Sei froh, dass ich dir da jetzt eine Weapons-Flashlight gegönnt habe. Oh, die Barrels kann man auch durchsuchen. Oh, Ja, Benzin. also einige zumindest. Nicht alle. Oh, hier ist ein Foodpile hinter. Oh. Bier, roter Tee und Goldrutentee. Na denn, gönn dir. Gönn dir Gönn mir hart. jetzt mal. Ja. Guten Tee, So. Junge. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt ziemlich beladen. Oh, zwei Kader kloppen sich hier gerade neben mir. Yeah! Yoda hat Sulu. gewonnen. Yoda hat gewonnen. Hatchet hat verloren. Ja, aber das wissen wir, dass Yoda immer gewinnt. Oh, nee, das brauche ich. Ich lade mal hier gerade ein paar Sachen ab in dem blöden LKW. Tu dies, tu dies. Damit ich nicht mehr so hart encumbert bin. Dann habe ich dir jetzt 8 Verbände erstmal hergestellt. Oder stelle ich dir gerade her. Damit kriegst du dann 10 von mir, glaube ich. Bruchsand brauche ich jetzt tatsächlich. Er Heidelbeeren. sorgt immer so gut für mich. Ja, ne? Irgendeiner muss sich ja mal um dich Sorgen machen. Primitive Bone, dann ist das Ding Wenn es auch auch so sonst keiner tut, aber zu. Ragnar kümmert sich um mich. Oh. Du Allein für diesen Satz Glückspilz. hast du mindestens schon wieder 50 Abonnenten dazu verdient, weil du Ja, so oder ein 60. herzensguter Mensch bist. Ja, das glaubt mir sonst keiner. So. Komm her, kriegst du deine Verbände noch? Wenn sie alle ja, sind fertig. Hier. Müll. Ein In einem Hauch von Müllsack. Müll. Leer. Ja, das steckt mich umsonst in meinem Namen. Say my name, bitch. Müller. Das ist wieder Oh. Tante. Wie heißt dein Papa? Müller. Müller. Ja, sie zeigt immer wieder, dass sie mich So liebt. ficke gut gewesen. Was heißt Was denn? gewesen? Die sagt das immer noch. Die sagt immer nur, wie heißt Papa? Müller. Alles richtig gemacht. Alles richtig Das gemacht. Schlimme ist, alle meine Freunde freuen sich darüber und dann macht sie es noch mehr. Ja. Sag mal, ist das das gleiche Gebäude, wo wir damals mal eingestiegen sind und so? Oh, das ist ein Riesen-Shotgun-Messiah, sehe ich hier. Nee, das ist ein Krankenhaus mit einem angeschlossenen Shotgun-Messiah.
Guck doch mal auf diesen riesigen Turm. Da steht einfach nur so. Ficke groß. Boah, stimmt. Pfeil drauf. Krass. Okay. Ja, Waffen nehme ich auch. Stimmt, guck mal, der Nerd hatte recht. Entschuldigung, sieht aus wie ein Krankenhaus. Warum ist das so? Alter, hier ist eine Falle. Hier ist eine Elektrofalle. Ist das schlecht? Hörst du es summ? Ja, ja. Aber wo ist die Falle? Ich sehe sie nicht. Ich auch nicht. Das sind die Lampen. Ich habe keine Ahnung. Weißt du was? Ich werd mir mal einen Schlafsack setzen. Das ist eine gute Idee. Ich mach mit. Das ist so ein Faker, Alter. Ich glaube, das kann keine Elektrofalle sein. Das sind einfach nur die Lampen, Mann. Ich bin kein Faker, ich bin Copycat, Junge. Oh oh. Copyright. Boah, geil. Man kann endlich Grass Seeds bauen. Oh, das spielt das wieder einen Sinn. Ja, endlich bringt das was hier. Ich habe mich übrigens dagegen entschieden, meine Videos zu monetarisieren. Warum? Willst du nicht kommerziell sein? Nee, das nicht. Ich meine, das schränkt auch zwar meine Reichweite ziemlich dann ein, wenn ich sie nicht monetarisiere, aber da ich sowieso für meine Kurzfilme Musik von Toho und so verwende, werde ich da eh Strikes kriegen, also von daher. Nee, du bekommst keine Strikes. Das wird dann einfach nur für die monetarisiert. Also die kriegen dann quasi deine Kohle. Ja, aber ich brauche erst ein AdSense-Konto und all so eine Scheiße. Und ja, meine Güte, das hängt nämlich das Ding. Und dann muss ich mich da irgendwo anmelden. Ich habe das schon über Handy versucht. Ich habe keinen Computer. Nee, spielst ja auch nicht gerade auf einem. Ich weiß. Nein, ich weiß tatsächlich nicht, wie ich mich für dieses YouTube-Partner-Programm anmelden soll und wo ich das machen soll. Keine Ahnung. Ja, kann ich dir mal zeigen. Ich habe immer bloß Tipps gefunden, wie man das macht. Hier ist ein Eisenbrustpanzer. Falls du den haben möchtest. Hier. Ich habe ihn. Hier. Da hüpft es. In dem Spind. Oh, endlich wieder essen. Bier. Ich gönne mir jetzt Bier. Ich habe auch noch ein Bier. Ich habe noch zwei Bier. Ja, dann gönn dir. Oh, was ist das? Supercorn Seed. Rezept. Das wäre irre. Und zwei Branches. Willst du eine? Hier im Waschbecken. Welche Stärke? Ja, eins. Ja, den habe ich. Habe ich. Kannst du zerlegen. Stimmt. Ja, zerleg du. Dann mache ich das. Ich habe sie dir da so groß. Saatkartoffeln, endlich. Ich habe Kartoffeln und ein T-Shirt. Und Papier. Und Chat. So. Oh, das ist ein schöner Garten. Wunderschön. Aber an die Pflanzentexturen könnten sie echt nochmal ran, oder? Ja, sehen einige so ein bisschen pimmelig aus. Obwohl, ein paar sind, glaube ich, einfach nur von der Mod so, die ja noch drauf ist. Das ist ja noch diese HD-HQ-Mod mit aufgespielt. Oh, guck mal. Was denn? Da waren Zombies drinne. Ja, das ist doch wunderbar. Ich freue mich darüber. Ja. Alter, was ist denn hier los? Ach, kommen wir auch noch zum Lobby. Das war dumm. Da müssen wir lang. Hier müssen wir rein. Ja, ich erinnere mich noch, dass wir hier definitiv schon öfter mal auf die Fresse gekriegt haben. Wo bist du denn jetzt? Ja. Wo bist du denn? Ich glaube, das wird gleich. Da. Ich glaube, da geht's nach draußen. Ja, ist ja egal. Nee, da geht's nicht. Ich sehe irgendwie Tische. Ja, so. Ist eine Werkstatt. Da sind die Zombies drin auf jeden Fall. Ja, ich sehe schon. Warte mal, ich mach mal einmal einen Hidden Strike. Nicht, wenn du im Weg bist. Also ich habe keinen Schleichbonus bekommen. Scheißkerl. So, da kommt noch einer. Oh, die Lokalisierung ist immer noch so extrem von Arsch. Wieso? Achso, mit dem Sound. Der war doch hinter mir. Das ist schön. Erst beschweren und dann feststellen, oh nee, ist gar nicht kacke. Oh, hier sind echt viele. Einer hängt fest. Der hat erstmal ein paar auf den Mund gekriegt. Weil der so viel böse Sachen sagt. Rums. Ich mag meinen Hammer. Rums. Oh, ich habe schon wieder zwei Fertigkeitspunkte. Die muss ich bei Zeiten mal investieren. Hier waren noch irgendwo auch noch dicke Leute bei. Ja, da ist doch schon Big Mama. Hinter dir. Ja, ich seh's.
Ey, was, gehen die Kugeln da jetzt einfach durch oder was? Ja, manchmal glaube ich das auch. Jetzt stirb, du Bastard. Oh nein, ich hänge in der, ich hänge in der, im Aim fest. Nochmal aufs Zielen drücken, dann geht's raus. Ich habe es versucht, aber ich habe auch nebenbei gleich an diesem komischen Fließband hier festgehangen. Ja. Oh, hier sind noch ein paar. Ich habe nur noch 11 Schuss, Digi. Dann verschwende die nicht. So, die beiden haben wir. Dann nebenan ist Bambule. So, wo seid ihr denn? Oh, das sind ein paar mehr. Waren. Rums. Ey, nee, ohne Scheiß, ich glaube, die einige Kugeln gehen durch. Alter, was, wo kam das her? Keine Ahnung. Oh, da kam ganz stillenheimlich einer von links. Ja, der war Hat den plötzlich letzten da. gegeben. Das war frech. Ein bisschen. So schnell kann es gehen in der Zombie-Welt. Ja, wieder einmal wärst du tot gewesen. Jede Ja. Mal. So. Gucken wir doch mal, was hier so abgeht. You are encumbered. Ich Oh, habe noch 2 Punkte. Das ist ja mal gar nicht so verkehrt. zwei Working-Tool-Kisten. Finde ich gut. So, eine schlechte Feuerwehraxt, die auch schlechter ist als meine. Willst du die haben? Ja, Eiserne kannst. Feueraxt. Okay, nehme ich den mal mit. Oh, ein Malerpinsel, was für ein Glück. Scheiße, endlich. Aber es ist der erste, den ich gefunden habe. Von daher nehme ich mit. Jetzt habe ich gleich zwei davon. Dann zähle ich doch gleich mal ein. Nicht zu fassen. Zack. Mal schauen, was haben wir hier? Oh, Rubber Frame Block. Und zwei Wire Tools und einen Motor und haufenweise Holz. Hätte auch cooler sein können. Und schlechte Klamotten. Naja, das war jetzt nicht so überragend. War die Mühe nicht wert, sag ich einfach mal. Okay, ich bin wieder in irgendeiner Lobby. Du kommst ja sicherlich gleich. Vermute ich einfach mal. Ja, gerade mal 2 Fähigkeitspunkte verteilt. Oh, hier ist ein Waffenschrank. Bin schon wieder ziemlich encumbered. Ja, nee, ich Ach nee, auch. warte mal, jetzt kann ich ja mal so ein Lockpick hier ausprobieren. Picklock. Ah. Wie frech ich einfach gerade von links ein paar auf die Fresse gekriegt habe und sofort gestorben bin. Ja, Richtig dreist. einfach deine. Und ich habe das erste Lockpick broken. Warum, wann Ah! lernst du es endlich mal dein Handy auszumachen? Was bist denn jetzt so? Weißt du, ich will einfach mitbekommen, wenn ich schon mal wichtig bin. Das ist nicht oft der Fall. Meistens schreibe ich dir. Ja, ist ja egal. Aber wenn du mir jetzt schreiben würdest, würde ich das mitbekommen. Das ist So, richtig. Das ist hab ihn richtig. offen. Oh, ein Eisenvorschlaghammer, ein Serrated Blade, Granaten, drei Stück. Epic Serrated Blade kannst du Bracer. mir geben, bitte. Das brauche ich für meinen Speer. Bist du in der Nähe schon? Ich bin hinter dir, mehr oder weniger. Ja, Ich dann bin habe ich gerade das mal. so einen Schießstand gefunden. Schießstand. Schießstand, Ein Alter. Jagdgewehr habe ich vorne schon hingelegt, Serrated Blade. Liegt Wohin? vor mir. Vorne hingelegt. Vor mir. Ein eisenverstärkter Das ist Knüppel, überhaupt kein willst Serrated Blade, Mann. du? Was? Hä? Was haben Was die da ich gerade runtergeschmissen? aufgehoben habe, das ist Impact Bracing. Achso, nee, die wollte ich haben, stimmt. Hier ist Serrated Blade. Gib mal die Impact Braces wieder. Nö. Dann nicht. Nein, Dann kannst du eben nicht. nicht. A-Loch. A-Loch, A-Loch, A-Loch. So, hier die Düse kann weg. Die Wrench behalten wir mal. Böse, böse. Zerbrochenes Glas. Ich finde schon mal gut, dass dieses zerbrochene Glas nicht mehr so einen hässlichen Grünschimmer hat. Ich weiß nicht, warum das immer so war. Kann man es immer noch essen? Was? Das Glas? Das Achso, zerbrochene weiß Glas. ich nicht. Habe ich Und nicht dann versucht. Selbstmord begehen. Hab ich noch nicht probiert tatsächlich. So den Ei. Ach, brauche ich auch nicht mitnehmen. Ist doch gut. Kann ich zerlegen. Iron Knuckles sind mittlerweile auch genug. Eisenvorschlaghammer willst du auch nicht haben, oder?
Nicht wirklich. Oh, meine Warteschlange ist voll. Ups. Ich möchte tatsächlich mal auf Speer skillen. Ich mag den Speer. Ja, also hier liegt noch ein Serrated Blade Dings hier. Kann ich mir, glaube ich, ins Messer stecken, oder? Ja, müsstest du machen können. Ne, da habe ich Tempered Blade drin. Ja, gut, dann geht das nicht. Dann ist der Drops gelutscht. Steel Tool Parts. So, was kann ich denn hier weghauen? Ich habe übrigens einen Holzbogen gefunden. Also Unfassbar. nicht ganz beschissen. Oh, ich höre was. Ja, ich auch. Ach, hier sind die Impact Braces. Ach, hier, du bist auf dieser Shooting Range. Ich gucke Mülleimer. Ich will ja gerne Müll, ne? Ich habe einen eisenversteckten Knüppel gefunden. Unfassbar. Hier liegt doch noch einer rum. Habe ich dir auch gerade schon angeboten. Dann habe ich ihn zerlegt. Echt? Ja. Habe ich nicht gefunden. Nicht gehört. Nicht gefunden. Ich habe dir das Gefunden sogar habe ich noch nicht. mehrmals habe ich dir sogar angeboten. Oh, ich Ich habe hier eine bin Menge taub Eisen auf mittlerweile. zwei Ohren. Wo kommt das her? Ist das, dass sie wieder von oben durch die Decke fallen, so wie damals, oder? Weißt Das, ja, kannst haben, dass das du? Das war passiert. übles Stuff. Ich Mal, kann was auch haben, was gerade. haben wir da an Munition verballert? Alter. Ja, ich weiß aber auch gerade echt nicht, wo das herkommt. Ich sehe auch keine. Oh, ich bin ganz schön encumbered. Das ist. Oh, ich Ja, hab ich sie. auch. Oh, fuck. Lass mich mal raus hier. So. Würde gern zuschlagen, aber. Alter, wieso meine. Wieso ist meine fucking Waffe immer leer? Die Schüsse gehen wirklich manchmal durch. Ja, das Gefühl habe ich auch. Auch gerade wenn du mit Pfeil und Bogen Dead Center im Kopf bist. Ja. Ne, auch fünf Meter vor, die gehen einfach stumpf durch. Richtig Alter, kacke. hast du mich vorhin vollgeprellt, dass ich mein Handy doch mal lautlos machen sollte und ich jetzt gerade ein Brrrr gehört habe? Echt? Weiß ich nicht. Ja. Ich habe nichts Ja. gehört bei mir. Nicht? Ich habe das recht deutlich gehört. Blöde Olle. Zack. Das sah geil aus meiner Perspektive, wie sie gehüpft ist. Ja, wir geben Die ihr halt hätten hart. übrigens mal die Ragdoll-Effekte ein bisschen überarbeiten können. Ja, tatsächlich. Oh, ich glaube, da kommt eine Menge auf uns zu. Okay, Zeit für die Waffen. Oh, Jesus Christ! Ja. Oh. Okay, das mache ich anders. Oh, fuck! Die kam Oh. plötzlich zugesplittet. Oh, ich bin so hart überladen. Ich habe nur noch 5 Schuss, Digi. Ja, ich habe gerade schon die Dicke ausgepackt. Das war's. Ja, ich mach das schon. Ey! Du hast sie genau im falschen Moment beschossen. So. Oh, die steht noch wieder auf. Ich habe ihr völlig in den Arsch geballert. Warte mal kurz. Ja, was denn? Alles gut, gut. Nett, die läuft durchs Bild. Nein, tust du nicht. Man sieht dich nur, wenn du auf Klo gehst, scheißen. Ja, ist doch erstmal was Gutes, wenn du im Bademantel rumläufst. Was kann ich doch erzählen? Oh, die ganze Welt, 70 Deine Leute. Mama mobbt jeden. Das stimmt allerdings auch. Wieder ein Rezept für Kornbrot. Toll, Was macht sie denn? jetzt finde ich 24 Schuss Munition am Oh, das Arsch. ist. Freue mich und sag, hör auf, dich zu freuen und mach was. So. Was? Hä? Ich verstehe überhaupt nichts. Okay. Du wolltest einfach nur in die Welt hinauspöbeln. Hab verstanden. Finde ich gut. Ja, ist allen bekannt. Was? So. Also dafür, dass hier jetzt so viel los war, könnte man doch eigentlich auch noch mal. Da muss was Was gehen. Gutes finden, oder? Ja. Warte mal, ich hau jetzt erstmal das hier kaputt. Ich wollte schon immer wissen, was unter den Zeilen ist. Die habe ich jetzt schon öfter gesehen. Nichts. Super. Was hast du jetzt gerade kaputt gehauen? So eine Platte, die auf dem Boden lag.
soll da unter sein? Ja, weiß ich nicht. Da muss doch was gehen. Oh, noch wieder Bier. Ich muss was essen. Das trifft sich, kriegt gleich ein bisschen Platz. Was rennst du hier eigentlich schon wieder fluchend durch die Wohnung, Nelly? Der Hund liegt auf der Fernbedienung. Das ist ja unterirdisch. so. Ach, yeah, Scheiße. Eine Ranch Level 3. Das ist cool. So, machen wir erstmal so. Dann, dass man die Sachen, wenn man sie angelegt hat, nicht modifizieren kann, ist voll ätzend. Habe ich das mal erwähnt? So. Abschließen und tragen. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz, aber ich bin echt ganz schön fett zugemüllt. Irgendwie, ja. Ich müsste mal wieder ein bisschen was loswerden. Wäre, glaube ich, gut. Oh, hier geht's aufs Dach. Also aufs Vordach. Und hier hat, oh, hier war Picknick. Also nicht Picknick. Es war ganz romantisch, bin ich mir ganz sicher. Oh, hier kann man sich einen Weg bahnen. Das ist ja nicht zu fassen. Die Frage ist, wo lege ich den ganzen Krempel jetzt hin, den ich hier habe? Das ist eine gute Frage. Weil ich bin jetzt doch schon ganz schön vollgemüllt. Ich glaube, ich werde erstmal gleich einen Weg hier nach oben bauen. Aus Kisten. In Kisten. Ich höre doch schon wieder Arschlöcher hier. Ja, aber wenn, dann kommen die irgendwie von vorne wahrscheinlich. Oh, ich hasse ja diese ganzen Barrikadendinger, ey. Ich wette, da kommt mir gleich einer auf den Kopf gesprungen oder so eine Scheiße. Ah, hier ist er, alles klar. Nee. Oh, wo, wie, was? Ich hab grad Damage gekriegt, aber ich weiß nicht woher. Also ich hab hier einen bei mir. So einen blöden Vogel. Oh, hier ist alles voll. Ach du Scheiße. Hui. Ich hab mal einen einzigen hier. Gotta be interesting. Oh, boah, fuck, jetzt kommen die alle runter hier. Boah, was ist denn hier los? Ich muss dringend irgendwie Sachen loswerden. Ich bin viel zu schwer, ey. Jetzt verreck du Arsch. So. Sehr schön. Huh. Jetzt geht mir auch langsam die Mumpel aus hier. Mir sind gerade zwei auf den Kopf gefallen, tatsächlich. Und da unten rennt noch wieder einer rum. Und kommt ja, der ist mir auf den Kopf gefallen, der hat schon ein paar Pfeile stecken. Boah. Das war's, ich bin gleich down. Ich bin gleich down. Ja, aber der ist... 8 HP habe ich nur noch, ey. So, ist tot. Brauchst du Aloe Vera? Habe ich. Dann also Creme habe ich, ne? Ja, die habe ich halt auch noch. Kann es sein, dass Nitti jetzt gerade unten laut Musik angemacht hat und ich jetzt hier Lizenzmusik in der Aufnahme habe? Gamer Strike. Ja, das glaube ich auch. Das werde ich ihr nachher erstmal erklären, dass das nicht funktioniert. Jetzt kann ich hier nichts mehr monetarisieren. Ich kann nicht mehr reich werden. Mit YouTube heutzutage noch reich zu werden, ist ja, lächerlich dämlich. Nee. Das überhaupt zu versuchen. Ziemlich unmöglich. Ja, deswegen lächerlich dämlich. Also ich glaube schon, dass man damit auch, wenn man genug Energie reinsteckt, ganz gut sein Leben so daher verdienen kann. Oh, was aber, ist das? Aber wirst halt nicht reich, ne? So, irgendwie bin ich jetzt hier erstmal gleich durch. Ich hoffe, das hat also auch Sinn gemacht. Also ich wäre dafür, dass wir langsam mal wieder aufbrechen. Ja, wohin denn? Weg. Ach so, ja, da soll schön sein. Habe ich mir sagen lassen. Ich glaube, ich werde mal anfangen, diese Holzkisten zu bauen. Damit ich mir mal hier ein nettes Eigenheim irgendwo hinsetzen kann. Bei Zeiten. Ja, super. Hat überhaupt nichts gebracht, hier lang zu eiern. Aber hier kommt man wohin? Ich komme irgendwie nach oben.
Ich habe einen muffigen Rucksack gefunden. Das ist schon cool. Scheiße. Was hast du mir gebracht? Ich habe eine Scheibe zerschossen. Ich höre hier schon wieder Arschlöcher. Ja, ich weiß, die sind bei mir hier. Ich mache die gerade aus der Ferne so ein bisschen kaputt. Ich wollte gerade einen voll in die Eier schießen. Das wäre witzig gewesen. Ich glaube, die kommen jetzt gleich hier außen lang. Ich guck mal. Ich muss auf jeden Fall mal. Also ich habe nur noch 18 HP, Digi. Wie denn? Tu da mal was gegen, anstatt dich zu beschweren. Ich habe Schmerzmittel sonst. Also so ist nicht. So, wo kommt denn dieses Gestöhne jetzt immer noch her? Da ist eine. Ich glaube, die sind auf dem Weg zu dir, wo auch immer du bist. Ich bin in einem Treppenhaus. Es ist hier dunkel. Okay. Ich sehe hier nichts. Ja, ich weiß auch nicht, warum du immer irgendwo hinrennen musst, wo ich nicht bin. Oha. Ach du Scheiße. Ich mag es nicht, wenn du ach du Scheiße sagst. Ja, warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 habe ich gerade mal spontan gezählt. Die sich hier gerade versuchen, durch eine Scheibe zu plötzen. Bist du gerade draußen? Ja, so mehr oder minder. Also ich würde es eigentlich ganz gerne mal wieder Aber hier ist eine Menge Panzerglas. Das heißt, ich könnte da einfach ganz gemütlich durchballern und die nach und nach... Ich sehe dich, glaube ich. Nee, doch nicht. Ich finde hier irgendwie nicht raus. Das ist ganz schlecht. Ich würde gerne nach draußen, aber ich finde hier nicht raus. Also ich will jetzt tatsächlich versuchen, die von draußen nach drin so ein bisschen zu killen. Ich frage mich wirklich, ob man die Musik von unten hört. Oh, scheiße, sie haben es rausgeschafft. Ach, du Kacke. Auf so einem Sims... Ich glaub, die haben hier... Hier gibt's noch... Oh ja, hier gibt's noch ein Untergeschoss. Kellergeschoss oder sowas. Ich hab mir gerade richtig die Arschkarte. Oh, ich hau hier ab, Oh mein Gott. Also ich hab hier gerade ordentlich ausgeteilt. Oh fuck, ich hab hier gerade übel die Leute gepult. Du hast die gepult. Jetzt mal sehen, was hier gerade auf mich zukam. Ich weiß gar nicht, wo die herkam. Ich will hier jetzt gerade einfach nur noch raus. Also ich bin ja quasi draußen. Allerdings, also ich sehe auch vorne den Parkplatz gerade wieder. Allerdings frage ich mich, wo gerade die ganzen Zombies herkamen. Echt, keine Ahnung. Mir sind gerade 5-6 Stück tatsächlich entgegengekommen. Oh! Oh shit. Oh scheiße! Nein! Oh! 3 HP. Oh scheiße! Lauf! Mitten ins Wespennest, das war's, scheiße. Und tot. Das ist auch immer wieder ein Chris, ey. Ja, und jetzt noch wissen. Alter, wow. Das hättest du mal sehen müssen. Oh, sag da einfach so. Christ. Ja, jetzt musst du doch noch irgendwie wieder hinkommen, ne? Ja. Oh, Alter. Also ich habe hier gerade. Ich habe da mitten ins Westennest gestochen. Ich bin da reingelaufen, Alter. Plötzlich waren da 5, 6, 7, 8 Zombies. Boah, nee. Hammer. Also ich bin hier gerade in so eine Rotte rein. Und das war auch nicht gerade angenehm. Aber. Naja, du bist anscheinend noch dümmer als ich. Ja, ich habe den Weg nach draußen gesucht und bin irgendwie nur noch weiter reinge... Ja, du könntest das ja mal mit System machen. Das Problem ist, das ist, System. Ich hab, wenn ich nicht weiß, wo ich bin, habe ich kein System. Das Problem ist jetzt, ich bin hier nackt im Dunkeln und ja, ich sehe nix. Ja, geht mir ähnlich. Scheiße, von draußen kommen irgendwelche scheiß Zombies. Ja, ich glaube, die habe ich gerade runtergeschmissen, also vorhin. Du Arschloch, Alter. Ja, Entschuldigung. Da kam eine ganze Rotte auf mich zu, das war auch nicht gerade viel besser. Ding, ich bin nackt. Ja, nee, bist du nicht, wenn du stirbst, behältst du deine Sachen. Also du hast deine Rüstung schon noch an. Echt? Ja. Ja, jetzt kommen wir noch Spinnen hier. Ja, ich sehe auch schon wieder deine HP fallen, richtig gut. Weißt du, dafür, dass es bei mir gerade so langweilig war, dadurch, dass ich irgendwelche Blöcke kaputt kloppe, ist dein Ich bin am Sterben gejaul ganz cool. Kannst dich schön darüber ergötzen, ja? Ja, ich hoffe ja auch, dass es so ein bisschen Hörspielcharakter hat gerade. Ah, wer weiß. Vielleicht werden wir entdeckt für unsere tollen Stimmen. Ja, unbedingt.
Vor allem, weil meine Aufnahme so grandios ist. Ich komme nicht mal zum Rucksack, Alter. Scheiße. Ja, ich versuche mich mal irgendwie wieder reinzukloppen. Und dann kriegen wir das schon alles irgendwie hin. Ich habe jetzt auch gleich die Blöcke weg. Das ist wenigstens hell. Ich habe nicht mal mehr eine Fackel. Ich habe hier nichts, Alter. Das ist äußerst schlecht. So, ja. Ich bin jetzt erst mal wieder drin. Und Spinnen sind hier auch. Spinnen-Zombies. So, ich höre leider, wie irgendwelche Viecher irgendwo drauf knüppeln. Und zwar nicht zu knapp. Ich meine, im Zweifelsfall mache ich einen Hero-Jump aus dem Fenster. Ist ja gar kein Ding. Alter, was ist denn hier für ein Randale, ey? Das ist nicht nur einer, der irgendwo drauf kloppt. Hä, ich habe mein ganzes Inventar noch? Ja. Nee, ich meine, ich habe mein ganzes Inventar noch. Nur mein Wechselgürtel oder ja, mein Gürtel ist weg. Ja, dein Gürtel ist weg. Und wieso nicht alles aus dem Rucksack? Ja, weil das so ist. Hey, man droppt doch normalerweise alles, oder hast du das umgestellt? Nee, das habe ich umgestellt. Warum? Na, nur für dich, weil du so ein Mümchen bist. Ich habe doch jetzt keine Waffen, gar nichts. Tja, das ist ja dein Problem. Nur den blöden Stuff in meinem Rucksack, Mann. Ja, aber das ist ja jetzt dein Problem. Nicht meins. Du bist ein Arschloch, Müller, weißt du das? Ja, weißt du, ich renne hier mitten in der Nacht irgendwo durch so ein scheiß Bürogebäude. Hör überall das Kratzen von diesen dämlichen Zombies. Und hab auch keine Ahnung, wie ich jetzt hier runterkommen soll. Doch, weiß ich. Ich weiß auch, wie. Gut, ja. Gut. Okay. Ich komm mal zu dir. Ich komm mal raus. Ja, ich werde gerade verfolgt. Ich kann mich nicht wehren, Alter. Ich hab nur Fäuste. Ja, dann geh mal nach draußen. Ich bin draußen! Das ist gut. Kriegst du eigentlich irgendwas mit? Entschuldigung, ich bin hier. Oh. Ach du Scheiße. Oh, lauf. Oh, Blutungsschaden. Wow, Zwischensprint. Ah! Nein. Ah, ich sehe nichts. Ich habe nichts gesehen. Ich war irgendwo eingeklemmt, irgendwo reingeglitscht und kam dann nicht wieder weg. Yeah. Von wegen geglitscht. Was versagt, Alter. Ach, scheiße, versagt am Arsch. Und meine Facecam. Ich bin gleich tot. Und meine fucking Facecam will auch schon wieder nicht, wie ich will. Was soll denn die Kacke? Ich bin genervt. So. Ich bin gleich nochmal tot. Weil mich und meine Maus funktioniert auch nicht. Warum hat die nicht. Alter, du verlierst 10% Erfahrung. Und hier war gerade eine Mine, auf der ein Zombie verreckt ist. Du verlierst 10% Erfahrung, wenn du stirbst. Hab ich gerade festgestellt. So, ich habe zum Glück noch eine Feueraxt hier vorne gefunden. Und ich glaube, ich lasse sie draußen in dem Einkaufskorb erstmal meine Sachen. Nee, lasse ich nicht. In einem Auto. Ja, in einem Auto. Ich finde das so assi, dass ich jetzt nicht zu meinen Sachen komme. Ja, das ist regelmäßig. Keine Waffen, kein Nix. Ich komme ja. Vor allem kein Licht. Ja, kein Licht ist ein bisschen assi tatsächlich. Vor allem da oben, wo ich war, da hing noch irgendwie. Jetzt kommt hier doch schon wieder was. Ich höre euch doch. Wo seid ihr, die Penner? Da. Ah. Scheiße. Oh, Jesus Christ. Nein, 3 HP, Alter. Ich muss hier weg. Du rennst doch immer wieder alleine raus, ne? Ich meine, ich habe jetzt schon dreimal gemacht, ich komme gleich. Ich bin reingelaufen, ich wollte es versuchen, aber... Ich wollte es versuchen! Ich will doch nur mein Wechselgürtel wieder haben. Ja, die kriegst du doch auch wieder. Bleib mal, ich sehe dich doch. Guck mal hinter dir. Hi. Hier draußen ist alles voller Zombies, Alter. Ja, es ist nachts. Tag. So, wollen wir jetzt reingehen? Ja, Ich klopp dir den Weg frei. Machst du mir denn noch Licht? Die hat mich gerade geschlagen, die Fotze. Oh, ich habe ein böses F-Wort genommen. Kinder? Nein. Welche Kinder? Hier gucken nur 18-Jährige zu. Okay. Ne, Penis. Vagina. Penii. Warte mal, vielleicht können wir eine Fackel bauen. Nee, ich habe kein Dings hier, kein Fett. Gut. Dann ist da hinten noch so ein großer Böser, der mir gar nicht gefällt. Nee. So, wo ist denn dein Rucksack? Ja, das ist eine gute Frage.
jeden Fall Richtung hier. Schlag dich mal hier durch. Ja, nee, dann gehen wir außen rum. Folge mir. Nee. Doch. Okay, ich höre schon mal was. Das ist ja erstmal ein gutes Zeichen. So, sind wir hier wieder in dem Verladebereich und hier ist so eine blöde... Ja, ich war irgendwo hier. Ich renne jetzt nicht wieder alleine los. Nein, tue ich nicht. Ja, aber um die Zombies kümmerst du dich auch nicht. Wie denn? Wie? Mit Fäusten oder was? Du rennst halt stumpf an denen vorbei, Alter. Und 6 HP. In der Hoffnung, irgendwie wieder schon. So. Wo geht's denn? Hast du nicht irgendwie Licht oder sowas? Nein! Wie oft soll ich dir das noch sagen? Wo soll ich denn Licht hernehmen? Die haben mich auch gerade getötet, du Affe. Oh, ist es eigentlich Standard bei uns, dass wir am Anfang, wenn wir 7 Days zocken, immer so abkacken? Ja, ich glaube, das gehört dazu. So. Kannst du mir jetzt wenigstens mal annähernd sagen, wo auf der Map deine Karte? Richtung... Oh, Jesus Christ, Richtung Westen. Ich bin tot. Alter... Wieso rennst du ständig irgendwo rum und lässt dich töten? Ich hab dich verloren. Es war dunkel. Ich hab dich einfach verloren. Ja, dann lauf mir doch einfach mal nur stumpf hinterher. Deine Unfähigkeit kotzt mich an. Dein ultraschiefes Gesicht kotzt mich an. Ja. So, hier weißt bin du, ich. Aber weißt du, was ich jetzt mache? Ich werde mir jetzt einen Kaffee holen, den du nicht hast, Alter. Das kannst Nettie! Du... Nettie! Du kannst das Kaffee holen und von mir rausschneiden, okay? Nein. Okay. Warte mal. Solange ich unterwegs bin, könnt ihr euch Gojira nehmen, der hier sitzt. Ja. Nichts tut. Die Leute haben nichts Besseres zu tun, als ich deinen Scheiß Godzilla. Ah, oh, es gibt's da. Gib dir gleich mal Scheiß Godzilla. Stirb, Motherfucker, stirb. Ja, ich bin kurz davor. Aber der Typ hat sich dazu entschlossen, einen Baum zu verkloppen. Mann, ey. So. Good friend. Mehr davon. Ja, der Michi. Die Sau. Ich brauch doch nur ein paar scheiß Woodframe-Dinger, ey. So, gib her. Ja, wieder einmal sehr witzig. Fertigen. Oh. Meine Facecam macht wieder mal nicht das, was sie soll. Aber ihr seht ja Michi. Das ist ja ein guter Anfang, wie ich finde. Und ich bin ja dafür, dass wir jetzt erstmal dafür sorgen, dass ich meinen Rucksack wieder kriege. Scheiß auf Michi. Ne? Der wird richtig fluchen, wenn er das hier sieht. Na, Versager? Na. Alter, es wird auch immer mehr. Schon wieder so eine Schlampe. Kinder, Digi, denk an die Kinder. Du bist schön, aber dafür kannst du nichts. Nicht lesen, nicht schreiben und nichts anderes. Ich bin jetzt echt ein bisschen neidisch auf deinen Kaffee, ne? Hätte ich ja tatsächlich auch gern. So, ich habe hier mal den Spawnpoint ein bisschen freigeräumt. Können wir jetzt wieder reingehen? Herr Gowski. Ja. Das ist schön. Dann gehen wir jetzt wieder hier hinten lang, wo auch immer du dich hin verirrt hast. Wenn ihr dem völlig unbeholfenen No-Budget-Nerd folgen möchtet, tut das doch bitte auf Twitter und oder Instagram. Obwohl ich und auf Instagram eher weniger aktiv bin. So, also es war dunkel da, wo du hin bist, ne? Gut, dann war es schon nicht hier. War das zufällig hier so eine Treppe hoch? Ja, mein Rucksack wird jetzt eh nicht mehr angezeigt, von daher. Also da war es schon mal nicht, das ist der Hochofen hier. Okay. Da war es schon mal nicht. Schon mal zurück. Wir werden das Ding jetzt sowieso nicht mehr finden, weil es ist finstere Nacht. Alter, jetzt sei doch mal nicht so pessimistisch. Ich bin zynisch. Nee, in dem Fall war das pessimistisch. So, aber wenn du deine Sachen eh abgeschrieben hast, dann können wir ja meine suchen. Theoretisch können wir meinetwegen auch weg. Dem muss ich halt neuen Stuff craften. Nee, das ist ja Quatsch. Also in jedem Fall muss ich nochmal nach oben, weil da sind ja meine Sachen.
Also ich werd meinen Rucksack hier nicht mehr finden. Ja, dann folgt wenigstens mir, dann kann ich dir nachher ein paar Waffen geben. Ne, ein bisschen was habe ich ja, müsste ich hier ja, dabei haben. So, nee, hier haben wir uns frei durchgeschossen. Hier waren so viele Viecher. Und dann war hier irgendwo ein Weg nach oben. Hier, genau. Da sind wir jetzt gleich schon mal bei meinem Rucksack. Schön, dass du deinen Rucksack findest. Bitch. Alter, was kann ich denn dafür, dass du so ein Idiot bist? Da hinten ist eine Fackel, guck mal, du kannst mir leuchten. Ach, für Licht bin ich dir gut genug, ja? Ja, gerade so. So, und hier müsste auch alles voll sein mit Viechern. Kann sie nicht abnehmen. Ich kann sie nicht echt abnehmen. Echt nicht? Kannst Nein. du sie abbauen? Also mit der Faust abschlagen? Stimmt, stimmt. Hat funktioniert. Ich habe draufgeschlagen und plötzlich habe ich sie in der Hand. Phänomenal. Siehst du? So. Und hier ist tatsächlich mein Rucksack. Irgendwo. Dann lass uns gleich nach unten gehen. Vielleicht finden wir meinen auch. Ich weiß hier ja, wie es ausgesehen hat. So, ich habe meinen. Willst du irgendwie ein Gewehr haben oder so? Ja, gib mir mal irgendwas zur Selbstverteidigung. Warte mal. Kannst du dir nicht so ein Speer bauen? Ich habe keine Steine. Du hast keine Steine? Ich habe keine Steine. Willst du mich verarschen? Nein. Willst du mich verarschen? Nein. Ich habe keine Steine. Hier, 29 Steine. Bitte. Also, daran scheitert es jetzt echt nicht. Da. Ah, ich habe Dreck. So. Wir könnten uns jetzt hier noch weiter durchsuchen, auch wenn ich weiß, dass hier ganz viele sind, aber wir gucken erstmal nach deinem Rucksack. So, übrigens einen Messbecher und irgendwelchen coolen Shotgun-Messiah-Scheiß habe ich überhaupt nicht gefunden. So. Wo könnte denn jetzt dein Rucksack sein? Du bist ja hier wahrscheinlich wieder runtergelaufen, irgendwo. Wo bist du denn jetzt? Ja, ich lass mich doch erstmal meine Sachen hier ausrüsten, Alter. Du bist auch immer so unfassbar unentspannt. Ja, natürlich. Weil du immer überentspannt bist. Ja, weil du bist. So. Jetzt habe ich es gesagt. Dann mache ich in der Zeit halt meine. Wann hast du eigentlich aufgehört, mich lieb zu haben? Ich habe dich immer lieb. Ne? Aber ich höre da so ein fettes Aber raus. Ja, nee, nee, da ist gar kein Aber. Ne? Aber Menschen, die ich lieb habe, pöbel ich halt voll. Das ist. Liegt in der Natur der Dinge. Ja. Alle 33 bitte deabonnieren. Reicht hier langsam. Ist genug, sagst du, ja? Bleibt am Ball. Der ist ein guter Erz für ihn. Meinst du, jetzt hätten alle 33 auf dich gehört? War die Gefahr gegeben, ja? So. Wo zur Hölle bist du denn hier gestorben? Du musst doch irgendwie ein bisschen Orientierung wieder haben. Ja, hier war es nicht. Gut. Zurück. Ja, oh, das ist schon. Das ist ja phänomenal. Ja, Logo. Nein, hier war es auch nicht. Nee, hier habe ich die Sachen geholt. Das muss irgendwo. Ah, hier kommen wir der Sache schon näher. Es war so eine Art großes Becken. Okay. Rucksack, Backpack, Rucksack. Oh, hier ist eine Treppe. Hier ist eine Treppe. Hier kommen wir der Sache näher. Ich glaub, hier wird es. Hier ist ein Rucksack. Ach ne, leere, muffige Tasche. Schade. Ist nicht da. Ja, warte mal. Leere, muffige Tasche. Hier bin ich hochgegangen. Aber dann habe ich gedacht, nee, hier wird es kacke. Bin ich wieder runtergegangen. War das denn nicht? Bin ich denn hier gewesen? Weiß ich nicht. Ja, hier doch, hier kommen wir der Sache näher. Hier. Alter, hier waren wir doch vorhin schon dreimal. Das ist doch gleich am Anfang. Hier war es aber dunkel. Okay, hier ist das Becken. Es muss hier irgendwo gewesen sein. Ja, ich fühle derweil den Müll. Oh, okay, und da ist einer, mach den mal weg. Der ist weg. Gut. Muss hier irgendwo muss das Teil hier liegen. Okay. Gut. Oder auch nicht gut. Vielleicht hier oben. Da, warte mal. Sneak Attack. Double Damage. Hier kommen schon wieder Viecher angekrochen. Oh, die sind ganz schön schnell unterwegs, die Jungs. Michi? Ich sag einfach mal, Hilfe.
Aber wenn man nichts sieht, ist es schon ein bisschen doof. Gebe ich dir vollkommen recht. Einer ist hin. Ich habe ihm fies ins Kreuz gehauen. So, der ist... Oh! Da ist noch eine... Oh, fuck! Fünf! Oh, die sind alle hinter mir. Alter Vater! Diggi, halt mir die Finger mal vom Hals. Ja, wieso? Witzkeks. Ich komme. Witzkeks? Ja, Witzkeks. So, aus dem Weg. Was? Der läuft aber weiter, Alter. Ich krieg eine Macke. Ich hab keine Stamina. Ohne Stamina. Der läuft nicht. Nein, jetzt hab ich auch noch. Oh, Mann! Wieso haust du den eigentlich mit der Fackel? Ja, das regt man nun wieder auf. Hallo, Genie. So, ich komme dann mal wieder rein zu dir. Zum 5000. Mal. Und wieder 10% Erfahrung weg. Ja, mit einer Fackel, die keinen Schaden hat. Wer hätte das erwartet? Ich höre dich auf jeden Fall schon kloppen. Weißt du, wir sind hier 5-mal im Kreis gelaufen. Völlig ohne Grund. Ich bin schon wieder da, ne? Aber ich habe immer noch meinen Rucksack nicht gefunden. Nein. Der muss hier irgendwo sein. Wo bin ich denn hier gestorben? Ich weiß das nicht. Ich guck mal gleich hier oben. Aber hier waren so viele Zombies. Unwahrscheinlich, dass du hier gestorben bist. Ne? Ich bin auf jeden Fall abgehauen. Aber irgendeiner hatte mich denn so erwischt. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch runtergefallen. Wer weiß es? Ja, das wäre äußerst dumm. Die dumm. Aber ich guck da mal rein. Blub, blub. Naja, also hier lang gelaufen. Hier liegt auf jeden Fall kein Rucksack, aber hier ist ein geheimer Gang. Da kann man durchschwimmen. Boah, mittlerweile gibt's eine Sauerstoffanzeige. Gab's vorher ja auch schon. Nee, mit Sekundenanzeige. Achso. Mein Backpack! Yeah, ich habe ihn gefunden! Unfassbar. Alter, spiel dein Ernst. Ich komme hier echt nicht wieder raus. Jetzt komm schon. Das kann nicht angehen. Wie, du kommst wieder raus? Ich komme hier nicht wieder raus. Warte mal. Was? Könnt ihr demnächst einmal Pause machen, wenn du das nächste Mal stirbst oder so? Wenn du das nächste Mal stirbst, finde ich gut. So. Ja, irgendwie, dass gerade Nacht ist, macht das Ganze ein bisschen schwierig. Wollen wir sonst erstmal wieder raus aus der ganzen Hütte hier? Uns einen schönen Rückzugsort suchen. Lass du erstmal zu Base zurück, oder nicht? Ja, ich weiß nicht. Das würde ich vielleicht irgendwie anders machen. Weil die Base ist ganz schön weit weg. Also ganz schön sehr weit weg. Oh, hier ist noch eine Kiste. Working Stiff Tools. Und tatsächlich ist die Stunde auch rum, sehe ich gerade. Echt schon? Ja. Bitte beende doch einfach mal die Folge, oder was? Ja, aber nicht mitten hier drin. Ich möchte nicht mittendrin Ende haben. Ups, ich habe gerade so ein Dukes Casino-Ding auseinandergenommen. Was krieg ich da raus? Wahrscheinlich. Messing. Messing? Messing. Vegetable Stew Recipe. Yeah. Ich hab grad Sniper Volume 3 gekriegt. Ich krieg Gummibärchen. Geilomatico. Gummibärchen? Controlled Breathing. Gentle Ultra Breathing. Hat dir Nettie einfach gerade Gummibärchen geschenkt? Ja. Wieso kriege ich keine? Tja, weil du mir nicht mal Kaffee geben willst. Oh, weißt du? Jesus Christ, ich sehe gerade, ich bin infiziert. Bist was? Ich bin infiziert. Oh. Und richtig fett an Combat. Dann brauchen wir Antibiotika. Und weißt du, was ich gerade merke? Ich muss pissen wie ein Wallach. Und ich habe gerade das gleiche Problem wie du und komme hier tatsächlich recht schlecht raus. Ach nee, guck ihn dir jetzt an. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Wenigstens ist er so, hier rüber. Ehrlich? Selbstreflektiert, sagen wir es mal. Nein.
Du bist nicht selbstreflektiert? Nein, ich bin sehr selbstreflektiert. Um das mal festzuhalten. Schönen Spiegelhof kauen. So, ich bin wieder draußen. Ja, ich war gerade. Ich bin jetzt nur noch 5 in Combat. Das ist doch schon mal etwas. Ja, ich habe ja hier draußen so ein Auto befüllt mit meinen Sachen. Und hoffe, dass kein Zombie ist klein haut. Lilubet, die kleine Lilu. Nur ein ganz kleines bisschen. So. Multipass. 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 So, da ist er. Yay. Ja, Leute, wie immer, vielen lieben Dank fürs Zugucken. Danke für die neuen Abos. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Und ja, die Folge kommt dann wie immer Sonntag und die nächste darauf auch Sonntag und Sonntag und Sonntag und immer Sonntag. Und zwischendurch also, könnt ihr euch bei Ragnar noch spielen. Geiles Game. Ja, das hat man leider nicht verstanden. Ja, Empyrean auch cool, ne? Kommt immer dienstags und donnerstags und ja, wenn ihr Bock habt oder irgendwas sehen wollt, fragt einfach mal an. Vielleicht kriegt das auch noch irgendwie reingeschoben. Obwohl das genau mittlerweile echt viel wird. Ich persönlich hätte mal wieder Bock, Entschuldigung, wenn ich dich gerade unterbreche. Ich persönlich hätte mal wieder Bock, wenn du irgendwie ein cooles Aufbaustrategie-Game zocken würdest. Da hätte ich echt Bock drauf. Ja, es war gerade. Ich habe richtig gerne bei Amazon geguckt. Ja, war gerade bei Epic tatsächlich bei den Geschenkspielen dabei. Surviving Mars. Vielleicht gucken wir da mal rein. Ne, aber schauen wir mal. Klingt spannend. Haut's in die Comments, ich werde mal schauen, was geht. Bis dann, schönes Wochenende, reingehauen, bye bye. Euer Ragnar Bertholdsson.